letzten Bewährungsproben gehabt. Richtig. Und da war der erste Auftritt Skate America schon nicht so schlecht, zumindest dann in der Kür versöhnlich. Genau. Und ja, ähnlich läuft es hier. Nicht ganz so große Fehler wie vor zwei Wochen beim ersten Auftritt, aber die Kombination ist dahin, denn sobald man den zweiten Fuß aufsetzt, das hat sie hat nicht nur nachgedreht, sondern sie hat aufgesetzt, da ist es keine Kombination mehr. Den zweiten Sprung hätte sie sich auch schenken können, der zählt nicht mehr. Das heißt, ja, die Abzüge sind doch deutlich. Sie kann es durch ihre Präsentation nicht wettmachen und kann eben nicht die Spitze erreichen. Ja, Catherine Hacker bleibt in Führung.